Guten Abend, meine Damen und Herren. Teuerung, Energiepreise, hohe Wohnkosten, das alles müsste eine inhaltliche Steilvorlage für eine sozialdemokratische Partei sein. Die SPÖ ist aber derzeit vor allem mit sich selbst beschäftigt, konkret mit der Vorsitzfrage. Die Parteimitglieder können noch 4 Tage lang entscheiden, ob sie sich weiterhin Pamela Rendi-Wagner an der Parteispitze wünschen oder den burgenländischen Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil oder den Dreiskirchener Bürgermeister Andreas Babler. Wie sie selbst die Debatte der vergangenen Monate wahrnimmt und wo sie die Trennlinien zu ihren Konkurrenten sieht, frage ich Pamela Rendi-Wagner gleich hier im Studio. Sehen Sie zuvor noch ein Porträt von Astrid Wiebmer und Ronita Ferner. Als Gesundheitsexpertin, vor allem zum Thema Impfen, taucht die Tropenmedizinerin Pamela Rendi-Wagner vor Jahren in der Öffentlichkeit auf. 2011 wird sie oberste Ärztin der Republik als Sektionschefin im Gesundheitsministerium. Im März 2017 dann die ersten Schritte ihrer politischen Karriere. Der damalige Bundeskanzler Christian Kern präsentiert Rendi-Wagner als neue Gesundheits- und Frauenministerin. Nur einen Tag vor ihrer Angelobung tritt sie der SPÖ bei. Ich freue mich, hier mitgestalten zu können, weiter mitgestalten zu können, mehr denn je. Doch nach nur 9 Monaten mit dem Antritt von Türkisblau ist sie ihren Job als Ministerin wieder los und wechselt als SPÖ-Gesundheitssprecherin ins Parlament. Ihre politische Karriere in der SPÖ geht steil nach oben. Im November 2018 steht sie als erste Frau an der Spitze der Sozialdemokratie. Eine klare inhaltliche Linie ist für ihre KritikerInnen nicht immer erkennbar, etwa beim Thema Asyl. Deutlich ist sie allerdings in einer anderen Frage. Eine Koalition mit der FPÖ schließt sie aus. Von Beginn an ist sie Kritik, Sticheleien und Zurufen ausgesetzt, vor allem von einer Seite, vom burgenländischen Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil. Lass die Leute reden und hör ihnen nicht zu. Das sind schmutzige Methoden, meist aus dem Hinterhalt getroffen. Das sind Gerüchte, die gestreut werden. Und das ist eine Heckenschützenmentalität. Hauptkritik: Rendi-Wagner habe es nicht geschafft, die SPÖ nach vorne zu bringen. Trotz ihrer Kompetenz in der Corona-Krise, trotz Ibiza-Skandal, Korruptionsvorwürfen gegen die ÖVP und Teuerungskrise. Dazu die Verluste bei den Landtagswahlen. Pamela Rendi-Wagner gilt einerseits, das ist Stärke und Schwäche zugleich, immer noch nicht als Politikerin. Sie gilt aber auch als relativ durchsetzungsschwach. Sie ist diejenige, die abhängig ist von einer starken Wiener SPÖ. Sollte Rendi-Wagner die Mitgliederbefragung für sich entscheiden, wird sich zeigen, ob die Zurufe verstummen. Guten Abend, Frau Dr. Rendi-Wagner. Guten Abend. Sie sind Parteivorsitzende, Sie wollen Parteivorsitzende bleiben. Wenn man sich anschaut, was in den vergangenen Wochen, Monaten, Jahren passiert ist, auch das jetzt wieder im Beitrag, da stellt sich für mich dann schon eine große Frage, nämlich warum eigentlich? Warum ich Parteivorsitzende? Warum Sie Parteivorsitzende bleiben wollen, ja? Weil nicht so sehr das Leben der Menschen beeinflussen kann wie Politik. Ich bin vom Beruf her Ärztin, da konnte ich 20, vielleicht 30 Patientinnen und Patienten pro Tag behandeln. Aber als Politikerin kann ich einem ganzen Land helfen, kann ich ein ganzes Land weiterbringen, wenn ich die Lebensumstände verbessere, wenn ich das Leben gerechter, leistbarer mache, wie jetzt gerade in dieser Krise. Das betrifft dann 9 Millionen und nicht 30 Menschen. Im Moment macht man es Ihnen ein bisschen schwer, abgesehen davon, dass Sie natürlich nicht in der Regierung sind, wo Sie schon mal waren, Ihre Vorhaben umzusetzen, weil es einfach immer wieder um Ihre Person geht, um jetzt um die Vorsitzdebatte mit der Mitgliederbefragung. Als diese Mitgliederbefragung beschlossen wurde im Parteivorstand, im Präsidium, war auch die Diskussion, ob es ein Fairness-Abkommen geben soll. Und da haben Sie gesagt, ein Fairness-Abkommen hätte ich 2018 gebraucht. Das heißt, Sie fühlen sich in der eigenen Partei nicht fair behandelt. Von wem genau? Also ich glaube, jeder, der die letzten 4, 5 Jahre erlebt hat und beobachtet hat, kann das selbst beurteilen und kommt selbst zum Schluss, dass es 4,5 Jahre, eigentlich beginnend schon unter Christian Kern, Querschüsse gegeben hat aus dem Burgenland.
Und die schwächen ja nicht nur den Vorsitzenden oder die Vorsitzende, die schwächen die gesamte Partei. Warum? Und das war im Bericht ja auch zu hören, weil man mit den wirklichen inhaltlichen Themen, die wichtig wären für die Partei, für das Land, jetzt in der Krise, die Teuerung, viel weniger durchkommt, in der Kommunikation, bei den Menschen nicht ankommt, als wenn man diese Querschüsse nicht hätte. Also interne Selbstbeschäftigung schwächt, schadet und kostet Vertrauen. Unbestritten ist das so. Die Frage ist nur, warum es passiert in Ihrer Partei mehr als derzeit in einer anderen. Sie haben den Namen Christian Kern erwähnt, daher bleiben wir gleich dabei. Christian Kern hat Sie in die Regierung geholt. Christian Kern hat Sie als seine Nachfolgerin vorgeschlagen. Da ist offensichtlich einiges passiert, weil mittlerweile ist es so, dass Sie über Christian Kern sagen, er empfehlen Charakterstärke und Standfestigkeit beziehungsweise das gehöre nicht zu seinen Stärken. Was ist da kaputt gegangen? Also Frau Lorenz-Sittelbach, ich habe da in den letzten Tagen sehr viel dazu gesagt. Ich habe gesagt, was zu sagen ist. Ich habe die Dinge benannt, weil ich denke, wir sind jetzt in einer Zeit, wo man das auch tun sollte, sonst wird es keine Klarheit am Ende geben. Aber das Thema ist für mich damit auch erledigt und erledigt ist erledigt. Ist erledigt. Aber haben Sie wirklich den Eindruck, dass es in dieser Frage jetzt um Programme geht? Also ich versuche natürlich auch gerne mit Ihnen über Programme zu sprechen, aber ein bisschen hat man schon den Eindruck, es geht hier um Eitelkeiten, es geht hier auch um die Wiener SPÖ und die burgenländische SPÖ jetzt als Gruppe, die Macht ausüben will. Aber geht es eigentlich darum, wirklich in dieser Auseinandersetzung das Leben der Menschen besser zu machen? Sie haben völlig recht und das ist das, was ich ja auch all die Jahre nicht verstanden habe, dass wir inhaltlich gar nicht so weit auseinander liegen in den verschiedensten Fragen. Hier und da gibt es Unterschiede. Wir haben den Mindestlohn, wir haben andere Themen, vielleicht auch in der Asylfrage hier und da. Aber sonst gibt es eigentlich eine klare inhaltliche Übereinstimmung. Was man schon gesehen hat, dass es meistens um persönliche Interessen geht, die hinter den Intrigen, die hinter den Querschüssen, hinter dem Streit stehen. Und das muss jetzt ein für alle Mal ein Ende haben. Darum haben wir uns jetzt entschieden. Die Zeit ist nicht einfach. Wir gehen aber da durch diesen Prozess der Klärung mit einer Mitgliederbefragung, mit einem anschließenden Sonderparteitag. Aber danach muss Schluss sein. Wirklich, um geeint, gestärkt in die nächste Wahlauseinandersetzung auf Bundesebene zu gehen, wann immer sie stattfindet. Sie sind die erste Frau an der Spitze der SPÖ. Das war ungewöhnlich, wurde von einigen gefeiert, von manchen vielleicht nicht so sehr. Sie selbst thematisieren ja dieses Frausein auch immer wieder. Haben Sie den Eindruck, dass Sie es als Frau schwerer haben in der SPÖ? Ist die SPÖ eine Macho-Partei? Also ich thematisiere es eigentlich sehr wenig bis gar nicht, weil ich denke, ich möchte nicht daran gemessen werden, ob ich eine Frau bin oder nicht, sondern das will eigentlich niemand, das will auch keine Frau. Und ich denke, die SPÖ ist ein Abbild der Gesellschaft und dort haben wir natürlich noch eine Situation, dass es Frauen beruflich oder auch gesellschaftlich noch immer schwerer haben, dass sie weniger verdienen, dass sie weniger Pension bekommen. Da gibt es viel zu tun. Kommen wir jetzt zum Politischen. Andreas Babler wird gemeinhin als sehr links verortet, Hans-Peter Doskozil als rechts in der Migrationsfrage, links in Sozialfragen. Ich habe mit beiden Herren auch darüber gesprochen. Daher interessiert mich natürlich auch, wo Sie sich selbst verorten. Also ich halte ja von diesem links, rechts, oben, unten, von diesen Schubladen relativ wenig. Ich bin Sozialdemokratin. Und die Sozialdemokratie ist eine progressive Kraft, eine progressive politische Bewegung, ja, die im politischen Spektrum links einzuordnen ist. Und das Spektrum, da haben Sie recht, das ist ein weites. Also müsste ich mich jetzt in diesem Spektrum irgendwo verorten, denke ich, die Aufgabe der Sozialdemokratie ist, eine Breite abzudecken in der Gesellschaft. Mitte links, da würde ich mich verorten können. Können Sie mit dem Begriff Marxismus etwas anfangen, so wie Andreas Babler? Naja, mit dem Begriff Marxismus kann ich viel anfangen. Für sich, natürlich. Also Sie fragen, ob ich Marxistin bin. Ich bin Sozialdemokratin und weiß natürlich, dass die Sozialdemokratie eine eigene starke politische Bewegung ist, die vor 150 Jahren ihren theoretischen, historischen Ursprung in den Lehren damals des Philosophen Karl Marx hatte und hat. Das ist so. Aber ich glaube, es muss sich nicht jeder Sozialdemokrat und jede Sozialdemokratin automatisch deswegen als Marxistin bezeichnen, so wie sich nicht jeder Demokrat oder jede. Ich bin Demokratin, ich sage jetzt auch nicht, ich berufe mich auf Montesquieu, weil er der große Begründer der Aufklärung war mit der Gewaltenteilung. Genauso gut muss sich nicht jeder Sozialdemokrat auf Karl Marx
berufen. Wenn er es tut, ist es auch gut, ist auch okay, aber nicht notwendig. Sie haben gesagt, Sie sind Sozialdemokratin. Das ist dehnbar, wie man derzeit sieht, weil es gibt ja so eine Art drei SPÖs im Moment, zumindest drei Richtungen, drei Personen, die Unterschiedliches doch verkörpern. Ihre Kritikerinnen und Kritiker werfen Ihnen oft vor, dass man nicht genau weiß, wofür Sie stehen. Was würden Sie sagen, ist die Rendi-Wagner-SPÖ? Was ist das? Die Rendi-Wagner-SPÖ ist die Breite der Sozialdemokratie. Und ich halte es für unrichtig und falsch, dass man sagt, es ist eine Schwäche, dass wir hier verschiedene Meinungen haben. Das ist die Stärke der Sozialdemokratie, dass wir von den Jugendorganisationen bis zu den Pensionistinnen und Pensionisten, über die Frauen, vom Burgenland bis nach Vorarlberg hier verschiedene, ja, politische Meinungen haben. Aber das ist eine Stärke, die Vielfalt. Aber die Kunst ist ja, dass wir in den entscheidenden Gremien sitzen, dort ausdiskutieren, was ist der richtige Weg, vor dem Hintergrund dieser Vielfalt, und dann gemeinsam die ausdiskutierte Lösung nach außen vertreten, weil das schafft Glaubwürdigkeit und das schafft Vertrauen. Und das hat in den letzten 4,5 Jahren gefehlt. Sie wissen, Hans-Peter Doskozil hat sich ja in den letzten Jahren sehr stark distanziert und auch aus diesen Gremien, wo die Diskussion ja eigentlich stattfinden sollte, einfach selbst rausgenommen. Ihre beiden Mitbewerber Doskozil und Babler haben einen sehr stark etatistischen Ansatz. Also sie stehen für einen starken Staat. Da gibt es zum Beispiel diese Breite, von der Sie sprechen, auch in der SPÖ. Ja, die beiden sagen viel Staat. Gerhard Zeiler und Christian Kern, die ja auch in der Wirtschaft gearbeitet haben und arbeiten, die sehen das ganz anders. Die sagen, das würde den Staat quasi bankrott machen, wenn man jetzt Mindestlohn oder 32-Stunden-Woche einführt. Wie viel Staat verträgt die Republik im Moment? Also wie viel Hilfe, worauf sollen sich die Bürgerinnen und Bürger verlassen? Wie sehr dürfen sie sich auf den Staat verlassen? Und was muss aus Ihrer Sicht als Eigenleistung kommen? Ja, das kann man nicht global beantworten. Das muss man anhand der Umstände, der Rahmenbedingungen und der politischen Entwicklungen beurteilen. Wir haben jetzt eine Zeit, in der Österreich eine Krise nach der anderen nicht einmal durchlaufen hat, sondern noch mittendrin steckt, von der Pandemie jetzt bis zur Energie- und Teuerungskrise. Und da hat sich schon gezeigt, dass der Markt hier und da versagt hat. Das erste Mal bei der Pandemie. Wenn wir merken, wie sehr wir abhängig sind von Medikamenten, die offenbar gar nicht mehr in Europa erzeugt werden, sondern nur mehr im fernen Asien, und dann durch Lieferschwierigkeiten hier Medikamentenengpässe, Impfstoffengpässe entstehen, dann muss man beginnen nachzudenken. Und dann braucht es natürlich staatliche Überlegungen, wie man hier souveräner und unabhängiger wird, wenn es um Medikamente geht, aber auch wenn es um Energie geht, weil die Energieabhängigkeit hat uns jetzt auch in diese Energiekrise gebracht. Und auch hier kann der Staat nicht einfach zuschauen. Und deswegen habe ich im November auch eine Resolution zu diesem Thema Energiewende, neue Industrie und Wirtschaftspolitik gemacht, wo ich gesagt habe, ja, es braucht einen aktiven Staat, um diese große Transformation, die vor uns liegt, die Energiewende, gemeinsam mit der Wirtschaft, mit der Industrie, aber sozial gerecht zu meistern. Da kann sich die Politik nicht an die Seitenlinie stellen. Und wir haben ein Programm dazu, das sehr umfassend ist, im November verabschiedet. Andockend jetzt an die Vorschläge Ihrer Mitbewerber, zum Beispiel den Mindestlohn, was können sich da Bürgerinnen und Bürger von Ihnen erwarten, wenn Sie Parteichefin bleiben, wenn Sie vielleicht einmal Bundeskanzlerin werden, was Sie wollen? Doskozil sagt Mindestlohn von 2000 Euro mit den Gewerkschaften akkordiert. Sie haben immer gesagt, das muss jedenfalls sein. Also mit den Gewerkschaften muss das akkordiert sein. Können Sie jetzt mit seinem Vorschlag mehr anfangen? Na, ich gehe schon einen Schritt weiter und sage, es muss ein kollektivvertraglicher Mindestlohn sein. Das ist ja das, wofür die Sozialdemokratie immer gestanden hat und auch steht. Das heißt, ich möchte, das Ausverhandeln der Löhne ist gleich auch der Mindestlöhne in den Händen der Gewerkschaften, auch künftig wissen, weil dort sind die Menschen, die arbeitenden Menschen sicher aufgehoben, weil die Gewerkschaft immer auf der Seite der arbeitenden Menschen, der Arbeitnehmerinnen und der Arbeitnehmer steht. Ich will, so wie Doskozil bis vor 4 Wochen eigentlich vertreten hat, keinen gesetzlichen Mindestlohn. Weil das würde ja heißen, dass eine Regierung mit einer einfachen Regierungsmehrheit den Mindestlohn gesetzlich einfach auch wieder reduzieren kann. Das ist eine Unsicherheit, die darf nicht bestehen. Und
Sie werden keine Sozialdemokratin finden, auch keinen Sozialdemokraten, der gegen einen Mindestlohn ist. Und ich spreche mich auch für 2000 Euro aus. Also 2000 auch. Natürlich, das ist die Forderung der Gewerkschaft. Und das ist auch meine Forderung in Zeiten der Teuerung, wo die Preise nur hinaufgaloppieren und explodieren, weil die Regierung untätig ist und nicht die richtigen Regulierungen macht, um das in den Griff zu bekommen, muss das die Antwort sein. Ich habe gestern auch Hans-Peter Doskozil darauf angesprochen, möchte ich Ihnen auch die Möglichkeit geben. Es gibt einfach Branchen, da ist das ganz anders. Da gibt es keine starke Gewerkschaft wie etwa bei den Metallern oder bei den Beamten, die wirklich sehr, sehr kämpferisch und stark auftreten. Bei den Friseurinnen etwa ist es nicht so. Oder auch bei den Ordinationsassistentinnen, das wissen Sie bestimmt auch. Die haben 1.300, 1.600 Euro derzeit. Und die haben eben nicht diese starke Vertretung. Doskozil hat gestern gesagt, für die soll es dann sehr wohl einen gesetzlichen Mindestlohn geben. Also wenn jemand Gefahr läuft, dass eben die Gewerkschaft nicht für ihn eintritt, dann ja mit Gesetz. Sagen Sie das auch? Also erstens muss man sagen, dass das in Österreich wirklich eine Ausnahme ist, dass wir so eine breite kollektivvertragliche Abdeckung haben. Das heißt, die meisten Branchen und Löhne sind gewerkschaftlich abgedeckt. Das ist über 95%, wenn nicht sogar höher. Im Vergleich Deutschland sind das überhaupt nur 50%. Das heißt, die anderen sind einfach nicht durch die Gewerkschaft verhandelt und abgesichert. Sie haben recht, es gibt so kleine Lücken noch, die unter diesen Mindestlöhnen fallen. Da ist Handlungsbedarf und da muss die Gewerkschaft auch Vorschläge machen, wie man das in den Griff bekommt. Aber ich sage nochmal, Lohnpolitik ist aus meiner Sicht Gewerkschaftspolitik und da muss die Sozialdemokratie Hand in Hand mit der Gewerkschaft arbeiten. Das sollte keine rein politische Aufgabe sein. Solange ich denken kann, gab es immer wieder den Vorschlag der Arbeitszeitverkürzung. Der kommt jetzt wieder durch Andreas Babler in die Debatte. Und er nützt das auch ein bisschen, um zu sagen, in den Berufen, die wirklich extrem anstrengend sind, wie wir alle in den vergangenen Jahren erlebt haben, passiv oder aktiv, leider auch viele in der Pandemie, nämlich der medizinische Bereich, der Pflegebereich. Mhm. Dort könnte man, da gibt es eben eine große Personalnot, dort könnte man Menschen rekrutieren, indem man sagt, nur noch 32 Stunden Arbeit bei vollem Entgelt. Sind Sie da zu haben dafür? Also generell sind wir alle für eine Arbeitszeitverkürzung. Das ist das Ziel, das ist die Vision. Das haben wir auch gemeinsam beschlossen am letzten Parteitag vor 2 Jahren. Das ist unbestritten. Die Frage ist nur, wie kommen wir auf den Weg dorthin, gerade in schwierigen wirtschaftlichen, sozialen, gesellschaftlichen Zeiten wie diesen. Und da habe ich deswegen schon während der Pandemie einen Vorschlag auf den Tisch gelegt, wo ich gesagt habe, unterstützen wir dort als Politik, wo bereits Unternehmen freiwillig eine Arbeitszeitverkürzung für ihre Beschäftigten eingeführt haben, wo die Beschäftigten das auch wollen, wo es für die Branche Sinn macht. Da gibt es viele Unternehmer und immer mehr in Österreich, die das machen, haben übrigens überhaupt kein Problem, Arbeitskräfte zu finden im Gegensatz zu anderen, weil das eben mehr jetzt der Trend der Zeit ist und die Arbeitskräfte das auch so wollen. Aber dann soll der Staat das auch fördern. Das heißt, der Weg zu einer generellen Arbeitszeitverkürzung sollte eine freiwillige, geförderte 4-Tage-Woche sein, die über das AMS, also im Zusammenspiel zwischen AMS-Regierung und dem Unternehmer dann auch finanziert wird. Also das ist eine Möglichkeit, die Situation in den Spitälern zu Spitäler entlasten. Spitäler ist sicher, ein Punkt, wo eine Überlastung herrscht. Und da muss man sicher daran denken, auch die Gewerkschaft denkt dort in diese Richtung. Das ist im Moment ein ganz, ganz großes Thema, ganz wichtig, fast jeden Tag in den Schlagzeilen. Ich habe auch niemanden gefunden in ganz Österreich, aus Wurst welcher Partei, der sagt, na, ich bin dafür, dass man lange wartet in Spitälern. Natürlich sagt jeder, Wartezeiten verkürzen mehr Zeit für die Patientinnen und Patienten. Das ist eine super Schlagzeile, aber wie würden Sie sagen, kann man das wirklich effizient und schnell vor allem in den Griff kriegen? Viele, viele Schrauben müssen da gleichzeitig gedreht werden, weil jetzt wirklich Jahre nichts passiert ist. Obwohl das ja alles nicht unbekannt war. Es war ja nicht unbekannt, dass Ärztinnen und Ärzte jetzt demnächst in Pension gehen werden. Die Babyboomer gehen in Pension und plötzlich fehlen die Hausärztinnen und Hausärzte am Land. Sie fehlen aber mittlerweile auch schon in den Spitälern, in den Ambulanzen. Es fehlt das Pflegepersonal, weil die überfordert sind, weil sie am Rand des Machbaren sind, am Limit sind,
spätestens durch die Pandemie und weil sie auch zu wenig sind. Das heißt, wir haben einen doppelten Mangel. Gleichzeitig werden wir alle immer älter, brauchen immer mehr medizinische Betreuung und immer mehr Pflege. Und hier ist viel verabsäumt worden und jetzt brennt der Hut. Jetzt wird Alarm geschlagen in den Spitälern vom Personal und auch von Patientinnen und Patienten. Das heißt, wir müssen dringend schauen, dass es mehr Personal gibt. Wie? Durch eine Verdoppelung der Medizinstudienplätze und auch eine Verdoppelung der Ausbildungsplätze für die Pflege. Und ich möchte den Pflegeberuf auch dahingehend attraktivieren, indem man sagt, zahlen wir ein Ausbildungsgehalt. So wie bei Polizeischülerinnen und Polizeischülern, dass man sagt, wir bezahlen dich dafür, dass du diesen wichtigen Beruf ergreifst, der ein wichtiger für die Gesellschaft und für Österreich ist. Wir brauchen dich dringend. Damit können wir junge Menschen dort hineinbekommen. Ich möchte auch, dass dann Umschulungsoffensiven passieren und auch dort bezahlt wird für jene, die sagen, ich möchte von dem Beruf auf Pflege umschulen. Das wäre auch ein wichtiger Bereich. Und auch Stipendien an junge Medizinerinnen und Mediziner, die dann aber sich in Umkehr dafür bereit erklären müssen, im öffentlichen System, im Spital oder im niedergelassenen Bereich als Hausärztinnen und Hausärzte, aber öffentlich, Kassenärzte, zu arbeiten und nicht in die Privatwirtschaft zu gehen. Wenn Sie mit sowas durchkämen, dann würde das beschlossen werden, dann braucht es in der Pflege ein paar Jahre, bis es umgesetzt wird, ein paar Jahre, bis die Pflegekräfte dann wirklich aktiv sind, im Medizinstudium natürlich noch viel länger. Was kann man jetzt machen, in diesem Sommer, in diesem Jahr 2023? Frau Lorenz Sittelbach, das ist eine wirklich schwierige Situation. Und ich weiß, dass jetzt einige Bundesländer in der Not begonnen haben, im Ausland zu schauen, Pflegekräfte nach Österreich zu bringen. Und ich frage mich, wie es so weit kommen konnte. Aber ganz generell wird es wahrscheinlich nicht ohne dem gehen, dass man wirklich eine geordnete, gezielte Arbeitsmigration gerade beginnend im Bereich der Pflege hier beginnt. Und wir haben das ja auch schon vorgeschlagen. Wir haben gesagt, es soll ja Migration nicht ungeordnet, nicht irregulär erfolgen, sondern geordnet mit Verfahrenszentren außerhalb der EU-Grenzen, wo unter anderem auch diese Auswahlverfahren getroffen werden. Welche Arbeitskräfte braucht Österreich am dringendsten oder Europa? Wir sind ja hier nicht alleine. Und das sollte aber gemeinsam akkordiert sein mit den Sozialpartnern, mit der Gewerkschaft. Es sollte und darf nicht zu einem Lohndumping kommen. Das ist ganz wichtig, dass die Löhne durch ausländische Arbeitskräfte hier nicht für die Inländer und Inländerinnen gesenkt werden. Eine Frage noch im weitesten Sinn zum medizinischen Bereich. Sie waren eine Verfechterin einer harten Corona-Linie. Wir sehen jetzt, dass sehr viele Menschen sich abgehängt fühlen von der Corona-Politik. Die Bundesregierung hat jetzt so eine Art Versöhnungsprozess gestartet. Wie geht man damit um, dass doch ein großer Teil der Bevölkerung sagt, wir sind euch böse für das, was da passiert ist und wir können da nicht drüber gehen. Wir haben das Gefühl, wir wurden in unseren Freiheiten beschränkt, wir wurden nicht ernst genommen, wir wurden eingesperrt. Was macht man da? Ich glaube, man muss alle Menschen sehen. Man darf nicht nur auf diese Gruppe sehen, die zu den Impfgegnern oder Impfskeptikern gehören, sondern man muss die gesamte Bevölkerung sehen. Jene, die sich in diesen drei schwierigen Pandemiejahren an alle Regeln gehalten haben, die Maske getragen haben, die sich impfen haben lassen zu ihrem eigenen Schutz, aber vor allem auch zum Schutz der Mitmenschen. Und die darf man in dieser Diskussion, die jetzt geführt wird seitens der Bundesregierung, nicht vergessen. Und wenn ich jetzt höre, dass die Bundesregierung plant, 500 Millionen, glaube ich, zu investieren in einen Versöhnungsprozess zur Aufarbeitung oder Beforschung von Wissenschaftsfeindlichkeit, dann frage ich mich schon, wenn das die einzige Lehre ist, die diese Bundesregierung aus dieser Pandemie zieht, dann ist das sehr, sehr wenig. Dieses Geld wäre besser zu investieren in eine Neuaufstellung des Gesundheitsbereiches. Wir brauchen mehr Personal auf den Intensivstationen. Das hatten wir schon. Genau, aber was machen wir mit denen, nach die der Pandemie, anders, vor der Pandemie. Sehen. Wir müssen uns ja wappnen, wir müssen die richtigen Lehren ziehen, wir müssen uns wappnen für die nächste Pandemie. Die muss besser verlaufen. Das heißt, das Personal muss besser aufgestellt sein, das Datenmanagement muss besser funktionieren, die Einbindung der Expertinnen und Experten muss geordneter und besser funktionieren. Und die Wissenschaftsfeindlichkeit hat mehrere Ursachen. Eine wäre sicher, dass wir in Bildung investieren, vor allem in naturwissenschaftliche Bildung, dass man schaut, dass Fake News nicht in dem Ausmaß stattfinden, wie es stattgefunden hat, dass hier falsche Informationen an die Menschen herangetragen wurde, weil wenn nämlich eine Partei in diesem Land
Pferdeentwurmungsmittel im Kampf gegen Corona empfiehlt, dann ist das hochgradig gefährdend. Aber was machen wir jetzt noch kurz mit den Menschen, die sagen, ich glaube Ihnen allen nicht mehr, nicht nur Ihnen, sondern auch der ÖVP, den Grünen, ich will das alles nicht mehr hören von Ihnen. Wie bringen wir die zurück in einen demokratischen Prozess, in eine Debatte, die konstruktiv ist? Und ich glaube, man muss immer sagen, diese Pandemie hat ja nicht nur diese eine Gruppe betroffen, sondern sie hat ganz Österreich, sie hat 9 Millionen Menschen eine wirklich schwere Zeit bereitet. Sie hat über 20.000 Menschen das Leben gekostet. Sie hat Familien den Vater, den Großvater oder die Mutter genommen. Und all das muss man gleichzeitig thematisieren. Diese Pandemie hat uns alle fest im Griff gehabt, hat uns alle etwas abverlangt und gekostet. Und ich würde mich auch freuen, wenn man mehr darauf schaut, was jetzt mit Long-Covid-Patientinnen und Patienten passiert. Die haben sehr wenig Anlaufstellen und da gibt es ganz wenig Möglichkeiten für die, dass die gut versorgt werden. Das wäre auch ein Handlungsbedarf. Man weiß, dass Sie Medizinerin sind. Was man vielleicht weniger weiß in der Öffentlichkeit, ist, dass Sie auch außenpolitische Sprecherin sind der SPÖ. Es gibt jetzt eine sehr harte Kritik, einen Aufruf von einer Gruppe von Menschen, die eigentlich jetzt nicht zu den krawalligen, zu der krawalligen Partei in der SPÖ zurückgenommen wurde. Wolfgang Petritsch hat gesagt, er schätze Sie menschlich sehr, langjähriger Spitzendiplomat, 2002 Außenpolitik-Kandidat im Team von Alfred Gusenbauer. Er schätze Sie menschlich sehr, aber Sie haben es in 5 Jahren nicht zusammengebracht, ein Team, ein Programm oder eine Ausrichtung zusammenzubringen. Daran kann Hans-Peter Doskozil nicht schuld sein, weil der sitzt nicht im Parlament. Wer dann? Also zunächst wurde ja das gerade vor wenigen Stunden schon etwas relativiert, weil diese Unterzeichnerinnen und Unterzeichner gesagt haben, sie wurden hier vereinnahmt, das nur zu dieser Aussage. Ich schätze Wolfgang Petritsch menschlich auch und es ist ja verständlich, dass ehemalige Kabinettsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt für einen bestimmten Fachbereich zuständig waren, sei es für Sport, Wirtschaft und in dem Fall Außenpolitik, einen großen Wunsch haben, dass man natürlich mehr in diesem Bereich als Partei hier Nuancen oder Akzente setzt. Das kann ich verstehen und das ist doch richtig so. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass einige bei uns in der Partei sich lieber mit der eigenen Partei beschäftigen als mit dem politischen Mitbewerber, weil diese erfahrenen Stimmen wie Wolfgang Petritsch und andere, die sollten sich vielleicht auch mit dem Versagen dieser Bundesregierung auseinandersetzen. Und dazu habe ich in den letzten Monaten und Jahren leider sehr, sehr wenig gehört, weil wir sind ja in Opposition, Frau Lorenz-Dittelbacher, im Gegensatz zu Schwarz-Grün. Das Außenministerium macht die konkrete Außenpolitik und nicht die Oppositionsführerin. Also man sollte sich vielleicht mit der konkreten Außenpolitik der ÖVP auch auseinandersetzen. Aber ich kann Ihnen, können gerne ein Gespräch noch dazu führen. Die Außenpolitik, die wir in unserem Bereich im Parlament machen, reicht von ganz vielen Anträgen, die wir zum Iran, zur Türkei, zu Afghanistan gemacht haben, auch zur Ukraine, wo wir viele Initiativen in diesem Bereich setzen, aber auch auf der europapolitischen Ebene. Ich bin in Europa unterwegs bei anderen Regierungschefs, sozialdemokratischen Regierungschefs und bin in dieser Weise vernetzt. Aber dass wir keine Außenpolitik als Opposition machen können, das liegt, glaube ich, auf der Hand. Möglicherweise hat er den Eindruck, dass es nicht wichtig genug ist. Beispiel die Rede von Volodymyr Zelensky im Nationalrat. Da weiß man von jeder Partei, wie sie steht dazu. Also die FPÖ wollte das nicht, war daher nicht anwesend. Die ÖVP, die Grünen und die Neos wollten das wohl, deshalb waren sie anwesend. Die SPÖ wollte es angeblich, war aber zur Hälfte nicht anwesend. Jetzt weiß ich schon, Sie sagen, Sie waren krank. Ja, das betrifft meine Person. Nicht die halbe SPÖ war krank. Also man hat dann, haben Sie auch nicht deshalb entschuldigt, sondern es hat geheißen, ich habe einen Termin oder so. Da kann ich natürlich als Bürgerin schon sagen, was gibt es denn Wichtigeres als an so einem Tag, dass die Vertreter der Bevölkerung dann im Parlament sitzen und das Parlament vertreten. Was ist die Botschaft, die die SPÖ an diesem Tag gesetzt hat? Keine gute. Und das sage ich auch ganz unverblümt und das haben wir auch aufgearbeitet. Wir haben das auch danach diskutiert, sowohl im Parlament als auch im Parteivorstand, der danach stattgefunden hat. Und es war mir ein Anliegen, dass wir im Parteivorstand danach
eine Resolution bzw. einen einstimmigen Beschluss gefasst haben, der noch einmal unsere klare Positionierung als Sozialdemokratie darlegt, nämlich ab dem Tag 1 dieses Krieges vollste Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung, humanitäre Hilfe für die Ukraine und Verurteilung des Angriffskrieges seitens Russlands auf die Ukraine. Schauen wir jetzt zum Schluss auf die zwei Optionen, wie es ausschaut, wenn Sie die Mitgliederbefragung gewinnen und wenn nicht. Wenn nicht, geht natürlich ein bisschen schneller als wenn schon. Sie haben gesagt, wenn Sie am also wenn Sie bei der Mitgliederbefragung nicht Erste werden, dann treten Sie keinesfalls am Parteitag an. Warum eigentlich nicht? Weil es mir nicht in den Sinn kommt, dieses Mitgliedervotum nicht zu respektieren. Die Mitglieder sind 140.000, das ist für uns die wichtigste Basis unserer Partei. Und wenn wir sagen, wir machen eine Mitgliederbefragung, dann haben wir dieses Ergebnis, oder so sehe ich das für meine Person, auch zu respektieren und ernst zu nehmen. Das heißt, Platz 1 ist Platz 1, Platz 2 ist Platz 2 und Platz 3 ist Platz 3. Und es kann nur einer Vorsitzender und Spitzenkandidat sein. Das heißt, für Sie ist diese Abstimmung eine Empfehlung, keine Empfehlung, sondern ein Votum. Wir haben das auch so im Parteivorstand ganz klar diskutiert, dass das Ergebnis der Reihenfolge dieser Mitgliederbefragung die Richtschnur auch für den Parteitag ist. Sie haben angekündigt, die Bundesgeschäftsführung zu erweitern, wenn Sie Parteivorsitzende bleiben. Wird Christian Deutsch jedenfalls Bundesgeschäftsführer bleiben? Also ich sehe keinen Grund, warum nicht. Aber also, ja, ich möchte im Hinblick auf die kommenden Wahlauseinandersetzungen, die wir vor uns haben, die Nationalratswahl, die EU-Wahl, dass wir uns personell jedenfalls breiter aufstellen. Und dazu zählt für mich auch ein zweiter Bundesgeschäftsführer oder eine zweite Bundesgeschäftsführerin, weil die Aufgaben in einem Wahlkampf sind größere. Und ich hoffe ja, dass wir bald diese ganze Selbstbeschäftigung hinter uns haben und dass wir dann loslegen können, inhaltlich und personell strategisch. Ist es denkbar, dass diese Person aus dem Lager einer ihrer Mitbewerber kommt? Also ich werde mich dazu natürlich jetzt nicht äußern, dass ich jetzt Namen nenne. Mir geht es in dieser Phase sicherlich nicht um Posten und Funktionen, die danach zu vergeben sind. Jetzt geht es darum, dass wir diesen Klärungsprozess gemeinsam effizient endlich hinter uns bringen, bis zum 3. Juni, und dann das halten, was wir alle jetzt versprechen, groß, nämlich geeint, gestärkt an einem Strang zu ziehen, weil nur so kann die Sozialdemokratie wieder das Vertrauen in der Bevölkerung bekommen. Und das werden wir brauchen, damit wir dieses Land wieder gerechter gestalten können und das Leben leistbarer machen können. Das heißt, geeint gestärkt, wenn Sie es bleiben, Parteivorsitzende, wollen Sie, dass Hans-Peter Doskozil zurück in die Gremium kommt, in den Vorstand und ins Präsidium? Das ist ein für mich ganz zentraler, wichtiger erster Schritt. Wenn wir diesen Parteitag hinter uns haben und sollte ich Parteichefin sein, werde ich ihm das vorschlagen, dass ich sage, er soll zurückkehren in die Entscheidungsgremien der Bundespartei. Er soll mit uns gemeinsam dort die inhaltlichen Fragen diskutieren, debattieren, damit wir dann auch, so wie er es heute verspricht, gemeinsam mit uns diese nach außen vertreten können. Dann sind wir erfolgreich. Da besteht überhaupt kein Zweifel dran. Da denken Sie jetzt schon an die nächste Nationalratswahl. Die nächste Nationalratswahl, wo Sie sagen, Sie können sich eine Ampel vorstellen, aber auch eine Koalition mit der ÖVP. Das sagen Andreas Babler und Hans-Peter Doskozil nicht so explizit. Also beide haben das ein bisschen aufgeweicht in den letzten Wochen, aber nicht vieles so explizit. Vieles wurde aufgeweicht in den letzten Wochen. FPÖ sagen Sie dezidiert nein. Und da würde ich Sie jetzt gerne noch mit einem Ausschnitt von gestern konfrontieren. Hans-Peter Doskozil hat sich nämlich erinnert an eine Situation, sagt er, wo Sie die Sache ein bisschen anders gesehen haben. Und die schauen wir uns noch kurz an. Zu diesem Zeitpunkt, wie beispielsweise Sebastian Kurz zurückgetreten ist, wo man geglaubt hat im Bundesparteipräsidium, man kann es, weil es natürlich aus Staatsräson wichtig ist, weil es eine schwierige Situation ist, geglaubt hat, auch alle Vertreter im Präsidium, man kann jetzt eine Koalition schließen mit den Freiheitlichen, mit den Neos, mit den Grünen gegen die ÖVP. Zu diesem Zeitpunkt war ich in Wien, habe ich eingebracht und gesagt, ich bin dagegen. Ich bin dagegen zum Zeitpunkt, wo Corona schon am Tisch gelegen ist, wo wir schon gewusst haben, welche Politik in weiterer Folge Kickl beispielsweise nicht nur in der Migrationsfrage, sondern auch in der Pandemiefrage macht, war ich gegen diese, aber überhaupt da gegen diese Diskussion. Sagen Sie, hat Pamela Rendi-Wagner gesagt, ich möchte eine Koalition mit der FPÖ. Ist das zu jetzt diesem was Zeitpunkt ist richtig, war man für diese Variante offen, keine Frage. So, da haben wir jetzt Erklärungsbedarf. War das so? Ich glaube, das müssen wir ein bisschen wieder in die richtige Reihenfolge alles bringen.
Erinnern wir uns, wie das wirklich war. Das war der 6. Oktober 2021. Ja, wirklich gutes Gedächtnis. Naja, das war historisch ein entscheidender Zeitpunkt, weil etwas passiert ist, was es in Österreich bis dato noch nicht gegeben hatte, nämlich Hausdurchsuchungen der Staatsanwaltschaft im Bundeskanzleramt, im Finanzministerium und in der ÖVP-Parteizentrale. Das hat es noch nie in Österreich gegeben. Das heißt, ein Bundeskanzler, der unter Korruptionsverdacht steht und der Hausdurchsuchungen hat. Infolge hat Werner Kogler als Koalitionspartner gesagt, er kann mit Kurz nicht weiter regieren. Er ist an die anderen Parteien, die SPÖ, die NEOS und die FPÖ herangetreten mit der Frage, ob wir bereit sind, für ein zeitlich befristetes Arbeitsübereinkommen, um mit dem Ziel, Sebastian Kurz zum Rücktritt quasi zu zwingen. Und alle, die genannten, die SPÖ, ich, die NEOS und Herbert Kickl, haben gesagt, ja, wir sind bereit, dieses Arbeitsübereinkommen zu schließen. Das ist keine Koalition, es bestand ja auch kein Regierungsbildungsauftrag. Aber mit dieser Art und Weise ist es uns dann auch gelungen, dass Sebastian Kurz am 9. Oktober zurückgetreten ist. Das heißt, die Entscheidung, diese Allianz hier für einige Zeit zu schließen, war vor dem Rücktritt Kurz mit dem Ziel, Kurz zum Rücktritt zu zwingen. Und es war ein wirklich strategisch extrem wichtiger Schritt, sonst wäre Sebastian Kurz heute noch Bundeskanzler. Und Hans-Peter Doskozil war aber dagegen. Naja, hat er ein bisschen die Reihenfolge durcheinander gebracht. Er hat gesagt, Kurz ist zurückgetreten und dann haben wir irgendwelche Koalitionsträumereien gehabt. Das ist ja falsch. Das war das Mittel zum Zweck. Diese Androhung einer alternativen parlamentarischen Mehrheit, die Werner Kogler angestrebt hat und die wir dann eingegangen sind, nach Zustimmung des Parteipräsidiums, die ging von Werner Kogler aus und sie war notwendig, um Kurz zum Rücktritt zu bewegen. Und hätten wir das nicht gemacht, wäre Kurz noch immer Bundeskanzler gewesen. Das heißt, strategisch, politisch ein extrem wichtiger Schritt. Dann machen wir es jetzt hier ein für alle Mal klar. Sie sagen nicht, wie andere, eher nicht so gern mit der FPÖ und lieber mit wem anderen. Sie sagen FPÖ schließe ich ab. Ich will keine Urbanisierung Österreichs. Ich werde hart daran arbeiten, eine schwarz-blaue, blau-schwarze Koalition auf Bundesebene zu verhindern. Deswegen muss das Ziel sein, bei der nächsten Wahl so viel Vertrauen wie möglich als Sozialdemokratie zu bekommen, einen Regierungsbildungsauftrag zu bekommen. Und dann werden wir schauen, wie die Mehrheitsverhältnisse ausschauen. Aber sich jetzt auf eine einzige Koalitionsvariante festzulegen, ohne zu wissen, ob die am Wahltag überhaupt eine Mehrheit hat, das halte ich für nicht sinnvoll, weil regieren und gestalten muss das Ziel sein. Regieren muss das Ziel sein und sich nicht festzulegen auf eine Variante. Und wenn das nicht kommt, gehen wir wieder 5 Jahre in Opposition. Es muss der Anspruch der Sozialdemokratie sein, zu gestalten, um das Leben gerechter, leistbarer zu machen, gerade in Zeiten wie diesen. Das ist unsere Verantwortung und das muss der Anspruch jedes Sozialdemokraten und jeder Sozialdemokratin zu sein und nicht um in Opposition zu sitzen. Letzte Frage. Sie haben angekündigt, dass Sie die Politik verlassen, wenn Sie diese Mitgliederbefragung nicht gewinnen. Was machen Sie denn dann? Das habe ich mir noch keine Sekunde überlegt. Ich habe auch ziemlich wenig Zeit, mir das zu überlegen. Ich wünsche mir ja, das Vertrauen der Mitglieder zu bekommen. Ich hoffe auch, dieses Vertrauen zu bekommen. Und ich bin zuversichtlich, dass ich dieses Vertrauen auch beim Mitgliedervotum bekomme. Sollte es doch anders kommen, dann werde ich mich, wenn es anders kommt, mit dieser Frage, die Sie mir gerade gestellt haben, auseinandersetzen. Aber Politik verlassen heißt Politik verlassen und nicht vielleicht einmal ein Ministeramt auf so parteifreier Basis oder so irgendwas? Das schließe ich aus, aber dass ich natürlich der Sozialdemokratie immer verbunden sein werde und Sozialdemokratin immer, egal wie, wo, was, wann, bleibe und sie unterstützen werde, in welcher Funktion auch immer, das steht außer Frage. Frau Dr. Rendi Wagner, vielen Dank für das Interview. Danke. Ja, das war das letzte unserer 3 Interviews mit den Bewerbern um den SPÖ-Parteivorsitz. Am 22. oder 23. Mai werden wir wissen, wie die Mitglieder der SPÖ entschieden haben. Schon jetzt gleich werden wir erfahren, wie Unterstützer aller 3 Kandidaten die Positionen von Pamela Rendi-Wagner bewerten. Rainer Reitzamer diskutiert gleich in einer spannenden Runde. Ich wünsche Ihnen noch einen interessanten Abend mit dem Programm von ORF3 und ein schönes Wochenende.